Warum einige Leute Backpapier auf ihr Bild kleben, versteht ihr nicht? Erkläre ich euch. Das ist vom Prinzip eine ziemlich clevere Idee, denn ihr könnt euer Bild dann stückchenweise painten und habt nicht den Kampf mit der rumfliegenden Folie. Egal ob braunes oder weißes Backpapier, wichtig ist, es muss beschichtet sein. Ja, und dann braucht ihr noch einen Cutter. Im Idealfall habt ihr so einen tollen Cutterstift. Der hat nämlich eine Keramikklinge und man kann sich nicht so leicht dran schneiden. Dann besorgt ihr euch noch ein Lineal und setzt die Klinge einfach gerade daran an. Und zapp, einmal langgezogen, habt ihr das Backpapier perfekt zugeschnitten. Und falls ihr doch mal keinen Bock mehr zum Painten habt, klebt ihr das Backpapier einfach wieder oben drauf und fertig. Ja, und wo gibt's so einen tollen Stift? Den findet ihr bei mir im Shop.